Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vorweg zu dieser Folge eine kleine Information. Es wird vorerst die letzte Folge Ark Primal 4 sein und auch wahrscheinlich vorerst die letzte Folge Ark, denn wie soll ich es erklären? Ich habe in letzter Zeit viel zu viel Ark gemacht. Ich habe echt mal Bock auf was Neues. Und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Also Ark Primal 4 ist nicht komplett gecancelt. Es wird eventuell irgendwann weitergehen. Wann kann ich euch leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber es ist nicht komplett vom Tisch. Ark Genesis Part 2 kommt ja auch bald. Und da will ich frisch Ark erholt auch ins Gameplay reinsteigen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn Ark Primal 4 jetzt erstmal nicht kommt. Dafür kommen haufenweise neue Let's Plays. Das Atlas Let's Play wird wahrscheinlich noch erscheinen. Habe ich seit dem Wipe aufgenommen und sowas. Ist alles schon da, muss nur noch geschnitten werden und sowas. Es ist nicht lange, aber es wird wahrscheinlich erscheinen. Als nächstes Scum. Ein Scum Let's Play ist momentan in Arbeit. Wir haben angefangen. Wir haben gerade gestern angefangen, das Ganze zu spielen und sowas. Wir sind komplette Scum-Noobs. Für die, die das Spiel nicht kennen, es ist ein Survival-Crafting-Überlebensspiel der härteren Gangart, ja. Und ja gut, ich schweife wieder ab, die kleine Vorinfo sollte eigentlich genügen fürs Erste. Und alles andere erfahrt ihr wahrscheinlich entweder so irgendwie nebenbei oder im Livestream und sowas. Ich habe noch einige Livestreams gerade am Start und deswegen, also Leute, seid mir nicht böse. Ark wird trotzdem irgendwann weitergehen und viel Spaß mit der letzten Folge. Ein dickes Hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Ark Primal 4 und wir gehen heute auf die Jagd. Denn ja, wir haben in der letzten Folge ja was Großes geschafft. Im Prinzip groß in dem Sinne, dass ich euch gleich noch zeige, was wir genau geschafft haben. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch unbedingt an. Es lohnt sich. Denn ja, wir gehen auf die Jagd heute. Wir haben in der letzten Folge hier diese zwei Featherlights, die Elemental, gezähmt. Und ich war ja ursprünglich so ein bisschen enttäuscht von unserem Eis-Featherlight und fand den Electric viel, viel cooler. Jetzt habe ich zwischen den Folgen... Ach, das ist der Blitz von dem. Okay, jetzt habe ich zwischen den Folgen hier unseren Eis-Featherlight ein klein bisschen gelevelt. Ich war mit dem längere Zeit unterwegs und das Vieh hat es echt mega drauf. Wir sind jetzt fast bei 1.000.000 Health Points und Schaden macht der Gute auch richtig viel. So, und ja, da wir jetzt Elemental haben, ist die nächste Stufe eigentlich Apex. Wir brauchen irgendwas in Richtung Apex und mir ist auch eingefallen oder aufgefallen gerade, dass wir noch keinen Tame Helper dabei haben. Den sollten wir ganz wichtig auch mitnehmen. Und ja, hoffen, dass unser Featherlight hier das jetzt überlebt. Aber auf jeden Fall, wir ziehen los. Wir brauchen was Cooles und im allerbesten Fall zählen wir uns oder holen wir uns endlich das Ei unseres Apex Indominus Rex. Ich wollte gerade fast sagen Giga, aber wir können mal gucken, was hier der gute Vogel für einen Schaden macht. 61.000 mit einer Eisattacke und die ist flächendeckend. Also es reicht, wenn ich hier wirklich so ein bisschen dran vorbeigehe. Ihr seht, alles in der Umgebung wird zerstört. Können wir mal kurz testen. Gut, normaler Hit 18.000. Das ist vollkommen ausreichend für unsere Bedürfnisse. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwo noch etwas finden, was wir töten oder zähmen können. Also wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall A, ein Apex-Tier gezähmt, das Eier legt, und B, im Idealfall kriegen wir ein Indominus Rex-Ei. Was aber eventuell auch ein bisschen utopisch sein könnte, denn meistens, wenn wir irgendwas suchen, finden wir es nicht. So, was bist du? Du siehst auch irgendwie ziemlich badass aus. Apex Rex! Ja, nice! Ha,
aber still. Torpor hält sich sogar in Grenzen. Ich lasse mir mal einen Hit geben, um zu sehen, wie viel Schaden der macht. Okay, wie viel? Nicht viel. Okay, easy going. Den würde ich mir direkt holen. Das ist natürlich die eine Sache, wir müssen hier erstmal Platz machen. Oh, da ist ein Tech. Primal Tech Rex. Okay. Okay, der war jetzt Piece of Cake. Oh, da hinten ist das, was ich auch suche. Wir kriegen ja heute hier echt alles. So, ich gehe erstmal in die Luft. Nur zur Sicherheit. So, du bist Female und da hinten ist der Male. Dann machen wir erstmal den Male platt. Wow. Nicht schon wieder drinnen backen. Das wäre Worst-Case-Szenario. Wir können halt wirklich, wenn wir clever sind, uns gut anstellen. Hier schön aus der Entfernung den Hitten ohne groß Schaden zu bekommen. Wir können mal gucken, was hat denn der jetzt bisher verloren? Okay. Leute, ihr habt das gerade gesehen, wie schnell dem sein Leben hochgegangen ist. Okay, das machen wir doch ein bisschen anders da. Das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt oder erhofft. So, was bist du? Du bist ein normaler Rex. Und du bist der Apex. Er ist halt wirklich konsequent gerade dabei, mich zu ignorieren. Na gut, der Torpor ist schon ganz gut hoch. Dürfte doch gleich umfallen. Er liegt. Sehr schön. Perfekt. Das ging sehr einfach. Eigentlich. Gut, ist ein Rex. Ja, die sind einfach zu zählen, wenn man weiß wie. So, dich packe ich jetzt erstmal schnell rein. Okay, wir haben sogar direkt einen weiblichen. So, ja, jetzt ist die Frage. Wollen wir uns hier wirklich um ein Indominus Rex kümmern? Denn ja, ist halt wirklich schwer, den zu töten. So, wir versuchen's. Ich wollte gerade sagen, wir stacken jetzt nicht schon wieder in dir fest.
Oh. Wenn jetzt der andere kommt, haben wir ein Problem. Jawohl, wir haben Down. Sehr schön. Es müsste rein theoretisch der zweite ein Ei legen. Aber ich glaube erst, wenn er auf einem gewissen Leben ist. Kriegen wir aber auch hin, oder? Ich bin gerade ein bisschen nervös. Na komm, frier! So, sehr gut. So, jetzt gucken wir erstmal, was der noch für Leben hat. Okay, noch mehr als genug. Oh, wir haben fast. Ist nur nicht zu viel hitten. So, wir müssen ganz kurz weg. So, shit. Okay, wir müssen das Ganze nochmal unterbrechen. So, wir gehen nochmal zurück in die Base. Wir brauchen mehr Leben. Ansonsten verkacken wir das hier jetzt. Wir wollen das Ganze erst safe angehen. Wir kriegen den schon auf Down, auf jeden Fall. So, wir unterbrechen das Ganze auch. Ja, dauert jetzt einen kleinen Moment. Bis gleich, Leute. So, Freunde, die Jagd geht weiter. Es sind jetzt ein paar Ingame-Tage vergangen. Aber, ja, wir haben es geschafft, gerade mal auf Half-Life zu kommen. Es müsste reichen. Ich hoffe jetzt nur, der Indominus ist hier noch irgendwo. Und am Leben. Und ich hoffe, es ist kein Mensch nachgespawnt. So, also hier sieht es aktuell schlecht aus. Gut, er kann jetzt natürlich überall hingelaufen sein schon. Wir schauen mal. Wir finden ihn. Wir finden ihn noch. Er kann ja jetzt auch nicht allzu weit gekommen sein. Schätze ich mal, hoffe ich. Wow. Was war das? War das der Spino? Apex Spino? Und so ein explosives Flugvieh. Also den Apex Spino hätte ich auch gern gezähmt. Aber der ist mir jetzt ehrlich gesagt zu schnell. So, und wir haben ein anderes Ziel. Das will ich jetzt erstmal erledigen. Wenn wir es finden. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl gerade. Wir finden keinen. Zumindest nicht unseren. Also hier wird er nicht sein, sonst wäre hier schon alles tot, denke ich mal. So, Freunde, wir haben den Plan ein klein wenig geändert, denn ja, der Indominus Rex ist nicht mehr auffindbar. Ich habe mich jetzt entschlossen,
hier hinten den Spino mir zu zähmen. Den Apex Spino. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Also momentan haben wir noch relativ guten Abstand. Oh ne, jetzt läuft er gerade weg. Treffe ich ihn noch? Nee, natürlich nicht. Treffe ich ihn jetzt? Jawohl, jetzt haben wir ihn. Oh ja, bleib da, bleib da. Oh oh. Wow. Okay, der ist halt übelst schnell. Da haben wir ein kleines Problem. Eventuell sind wir oben safe. Eventuell sind wir's. So, das stelle ich mal auf passiv. Ist er nicht gerade hier rumgerannt? Ich will jetzt auch nicht hier unbedingt irgendwo rumlaufen. Indem wir die Arme rennen. Wo ist er denn hin? Wo ist unser Spino hin? Ah, da vorne. Ist der gerade down gegangen? Nee, sah nur so aus. Schade. So, sehr gut. Wow, danke. Okay, da muss ich aufpassen. Mist. Also wenn der mich hier hittet und ich runterfliege, habe ich ein Problem. Na gut, und wenn der jetzt hier um den Felsen rumrennt, ist auch scheiße. So. Oh ja, haut ab. Schnell hinterher. Wo ist er? Da? Oh oh! Ich komm nicht weg! So, Glück gehabt! Wir sind gerade so weggekommen. Ein Primal Raptor. Also, wenn der mich hittet, ja, kommen wir nicht mehr so gut von dem davon. Okay, der Raptor ist weg, der Spino stackt hier scheinbar und liegt. Sehr gut. Sind wir safe? Ich meine, okay. Dann machen wir es jetzt ganz schnell hier, Tame Helper, zweimal das. Sehr gut. Okay, wir haben super Erfolge diese Folge erzielt. Wir haben einen Apex Rex und einen Apex Spino. Was die beiden können und bringen, wissen wir noch nicht. Aber ja, unser eigentliches Ziel haben wir bisher noch nicht verwirklichen können. Gut, unser Featherlight hier ist auch schon ziemlich angeschlagen. Ich würde jetzt ungern hier was riskieren, gerade in dem Gesundheitszustand. Man weiß ja nie, auf was man trifft. Aber ja, also ich bin schon mal sehr zufrieden mit dem, was wir in dieser Folge bisher geschafft haben. Jetzt müssen wir natürlich auch Sättel craften. Also im Idealfall finden wir jetzt nochmal den Indominus zufällig hier irgendwo. Ich fliege einfach nochmal über das Gebiet. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass der jetzt so easy tot ist. Ich meine, wir haben ja schon andere Viecher sonst wo gefunden oder wiedergefunden. Und wir können ja auch schließlich noch ein bisschen farmen zwischendurch. Naja, ich glaube, den finden wir nicht mehr. Also das war jetzt die einzige Stelle, die ich jetzt hier noch nicht aktiv mir angeschaut habe. Aber er ist nicht da. Schade eigentlich. So, aber wir können ja
nochmal ganz schnell zurück zur Base fliegen, uns einen Sattel craften, zumindest für eins von den Tieren. Gucken, was die so drauf haben. So, ja, dich kann ich auch platt machen. Dieses Polymerzeug, das können wir gebrauchen. Oh, da hinten ist ein Einhorn. Was bist du für ein Einhorn? Ein Alpha Equus. Ja gut, nee. Wäre es jetzt ein Pegasus, hätte ich mich nochmal entschlossen, den zu zähmen, aber ja. Wegen normalen Equus brauchen wir uns jetzt da keinen Stress machen. Du warst ein normaler Rex, oder? Ja. Du bist lame, dich brauchen wir nicht. Gibt immer gut XP. Oh, das ist ein Regenbogen. Was bist denn du nochmal? Du bist weg. Okay. Der Pegasus fliegt einfach mal sonst wohin. Könnten wir den hier platt machen? Bestimmt. Jawohl, easy. So, der Alpha Spino hat auch seine besten Zeiten gehabt. Okay, Omega Spino, mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Wir gehen jetzt erstmal zurück zur Base. Safety first. Denn, ja, wir sind sogar mittlerweile unter Half-Life und das ist mir einfach ein zu großes Risiko. Dafür ist mir der Vogel hier zu wichtig. So, aber wir haben ja jetzt auch einen neuen richtig krassen Dino. Den können wir uns auch mal genauer angucken. 194er Spino Apex. Ja, okay, wenn die gelevelt sind... Ich meine, der fängt mit 33.000 Leben an und 1.500 Schaden. Wenn die alle richtig gelevelt sind, da sind die ultra mega krass, denke ich mal. Ja, der fängt bei 52.000 an. Na gut, der Schaden, der ist... Ja, reden wir nicht von. Aber... Halt, ich muss jetzt mal freischalten. Apex, Sago, Seba, nee, auch nicht. Hier, Rex und Spino. Sehr schön. Im besten Fall können wir jetzt auch beide sogar herstellen. Rex können wir, Spino fehlt uns. Apexite, Zement und Siliziumperlen. Ja, okay, Siliziumperlen, da hört es auf. Die müssen wir irgendwo farmen, die habe ich bisher noch nicht gefunden. Aber mit dem Rex könnten wir einiges anstellen. Aber das Kibbel, das lassen wir jetzt erstmal hier. So, dann satteln wir mal den Rex und gucken, was der so drauf hat. Nur mal ganz schnell am Ende der Folge. Also, wow. Okay, ich glaube, der ist relativ schnell. Das war jetzt ziemlich unerwartet, so wie der losgebrecht ist. So, wir brauchen Opfer. Gebt mir Opfer. Ja, okay, 5000 Schaden für den Anfang.
ist annehmbar. Das Gute ist, die kleinere Gegner, die stößt er halt komplett weg. Sehr schön. So, ja gut, für den Anfang für ungelevelt macht er eigentlich ganz gut Schaden. 100% bin ich jetzt noch nicht überzeugt, also wenn ich da unser Federlight angucke, was der hier für krasse Schadenszahlen raushaut, würde ich eher noch den Elemental Featherlight nehmen. Oh. Okay. Okay. Ich wollte die Folge eigentlich beenden, aber so wie es aussieht, haben wir da oben ein größeres Problem. Auf jeden Fall werden unsere Strukturen gerade krass gehittet. Da müssen wir aufpassen. Hä? Was hat unsere Strukturen gerade gehittet? Die Explosion kam von hier hinten? Oh. Okay. Wir haben einen krassen Affen am Start. Der könnte uns echt zum Problem werden. Keine Ahnung, wie wir damit verfahren werden. Auf jeden Fall macht der übelsten Schaden. Also wenn der in unsere Base kommt, haben wir ein dickes Problem. Bis dahin würde ich sagen, unser Featherlight und unsere zwei neuen Apex-Tiere sollten gut gelevelt sein, voll aufgeladen sein, denn ja, das könnte eine größere Schlacht werden. Früher oder später wird hier eh irgendwas in unsere Base reinkrachen, jede Wette. Und ja Leute, wir beenden auf jeden Fall diese Folge für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben Erfolge erzielt, wir haben gute Erfolge erzielt. Also ich bin zufrieden und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen nach oben da und tschüss!